Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen wieder zurück zum Motorsportmanager. In der letzten Folge beim großen Regenrennen von München konnten wir mit Ach und Krach noch den dritten Platz erkämpfen. Vor allem, weil Sabado, glaube ich, war es, illegale Teile verbaut hatte. Das hat uns nochmal einen Platz weiter nach vorne gebracht. Ja, ansonsten wären wir nur Vierter geworden. Nun gut, es steht wieder was an. Und zwar, dass wir neue Teile entwickeln. Ich würde mal sagen, diesmal bitte eine neue Aufhängung. Ja. Wobei. Eigentlich. Ja, komm, entwickle eine neue Aufhängung. Die ist nicht ganz so teuer. Sehr schön. Dann, Teile verbessern. Da hätte ich hier gerne noch den zweiten Motor mit drin. Da gehen wir natürlich erstmal auf Zuverlässigkeit Maximum. Die Teile können wir hier eigentlich raushauen. Dann würde ich noch sagen, tun wir die Bremsen noch mit zur Zuverlässigkeit dazu. Und Leistung noch irgendwo steigern, minimalst. Bei der Aufhängung brauchen wir es nicht. Beim Getriebe geht noch ein bisschen was, aber nicht mehr allzu viel. Fragen wir mal automatisch nach. Er schlägt mir die Bremsen vor. Lassen wir es so. Vielleicht rücken wir noch einen Mann ab. Damit hier doch noch ein bisschen was vorangeht. Damit die neuen Motoren noch ein bisschen stärker werden. Genau, weil die haben ja noch Potenzial, das wir ausschöpfen können. Und auch sollten. Und dann könnten wir eigentlich weitermachen, oder? So, da kommt das Vertragsangebot für unsere neue Rennmechanikerin rein. Dragon Race Team bauen einen Simulator. Alles klar. Und die World Motorsport Championship findet in Peking statt. Und gewonnen hat Nina Holz. Herzlichen Glückwunsch. So, wie schaut es mit der Vertragsverhandlung aus? Jetzt. Und sie hat angenommen. Gut. Ja, am liebsten würde ich ihn wegschmeißen, aber er hat ja immer noch ein bisschen Potenzial, von daher. Oscar de Witt. Schönen Tag noch. So, bist du jetzt zufrieden? Rodriguez? Versprochen gehalten. Moral. Geheime Affäre, sowas geht doch nicht. Nun gut. Dann können wir eigentlich weitermachen. Scouting, haben wir da noch ein paar auf unserer Liste? Noch Christian West. Na dann sortieren wir mal wieder nach Alter. Gucken uns mal an, ob es da noch ein paar jüngere Leute gibt, wie zum Beispiel Catherine Pierce. Damit wir mal die gesamte Liste mal irgendwann durchhaben. Liste prüfen. Na komm, euch direkt auch noch mit Ruf. Anklicken wollte ich dich nicht, aber egal, machen wir erstmal weiter. Vertrag unterzeichnet. Moment. Moment. 0,8%. Dann geht doch mal bitte hier rüber. Das sind zwar nur noch 0,6%. Aber es geht da ein bisschen schneller voran. Was die Zuverlässigkeit angeht. Nachrichten. Versprechen gehalten. Siehst du, auf mich kann sich doch verlassen. Was? Wie stehen Sie zu was? Tondela. Ich werde mir mal die Argumente anhören. Und ich werde mich enthalten, wenn ich keine Argumente zu hören bekomme, die mir gefallen. Weiter. Neue Aufhängung ist fertig. So, die verbauen wir dann noch beim Rodriguez.
Jo, und da müssen wir natürlich auf Zuverlässigkeit gehen. Na komm, ich glaube, dieses alte Teil, da werden wir uns direkt was Neues zulegen. Wo ist die neue Aufhängung? Hier. Dann können wir die Leistungsverbesserung von dir auch mal sein lassen. Mal hier weitermachen. Gut. Aha. Und dann entwickeln wir vielleicht noch eine neue Bremse. Wenn wir schon mal dabei sind. Verzögerung, Zuverlässigkeit. Jo, das ist momentan das Beste, weil mittlerweile tut sich ja auch das Max auf die nächste Saison auswirken. Von daher weiter. Und weiter. So, neues Teil wird entwickelt. Sehr schön. Scouting von irgendjemandem ist abgeschlossen. Nun, fahren kannst du aber Feedback geben. Da hapert es. In 5 Wochen sind die Bauarbeiten abgeschlossen und wir haben noch 3 Nachrichten. Erstmalige Versammlung. Bau von Aufhängung abgeschlossen. Sehr gut. Und weiter. Ich glaube, die Bremse können wir in diesen Rennen noch nicht einsetzen. Sollten wir eventuell auch noch nicht. Moment. Ich schmeiß mal das Teil raus, das Teil und das Teil, damit wir hier noch ein paar Prozente mehr bekommen. Genau. Vielleicht kommen wir noch schnell auf 50 hoch. So, meine Bremse ist abgeschlossen. Nun gut. Ich enthalte mich. Auch wenn ich die Strecke vermissen würde. Direkt zum Ende. What? Abgelehnt. Also Tondela findet nach wie vor statt. Können wir nochmal hier überprüfen. Das aktuelle Rennen in Tondela wird vom Kalender entfernt. Abgelehnt. Gut. Das lief ja richtig nach meinen Vorstellungen. Sehr gut. 53% und die neue Bremse sagt, dass sie noch nicht fertig ist. Oder was habe ich gerade entwickelt? Ah, ist immer noch in Entwicklung. Alles klar. Gegenwärtig brauchen wir die noch nicht mitnehmen. Das führt alles zu nichts. So, dann können wir die Motoren wieder mit einreihen. Na gut, weiter. Das hätte jetzt höchstwahrscheinlich nicht viel gebracht für die Bremse, oder? 2% immerhin pro Tag. Ist ja auch schon mal was wert. Nehmen wir mal wieder unseren 4. Platz-Sponsor mit. Ja, so sehr mich die Bremse auch anlacht, so wenig werden wir sie mitnehmen. So, ich glaube, ihr könnt mittlerweile die Motoren tauschen. Gut. Bremse bleibt noch außen vor. Die neue Aufhängung wird von Rodriguez gefahren. Ich hoffe, die geht nicht kaputt. Oder wir sollten sie Ines geben. Wäre ja auch nicht verkehrt. Na egal, jetzt geht's erstmal zum freien Training. Mal gucken, wie wir da abschneiden. Ob wir ein halbwegs passables Setup bekommen und Renntrim 3. Weil das reißt ja doch eine ganze Menge raus. Nun gut. Wetter ist bewölkt. Alles klar. Dann kommt ihr beiden mal mit. Eine Highspeed-Strecke. Das bedeutet relativ wenig Spoiler. Würde man annehmen.
Und die Höchstgeschwindigkeit geht direkt auch hoch. Nun gut, probieren wir es so. Raphael. Du auch mal ein bisschen weniger Spoiler. 13. 5. 23. 0. Gut, ein längeres Getriebe eventuell. Auf den weichen Reifen, wenn ich bitten darf. Und los geht's. Auf zum Vereintraining. Lasst mich jetzt erstmal eine richtige Runde drehen. So, dann ab die Post. Und das bitte mit Karacho. Nun gut. Bekommen wir ein kleines Tempoübersicht. Eine kleine Tempoübersicht, wie schnell wir hier fahren, in den ganzen Sektoren. Ich glaube eher nicht. Naja, jetzt fahren wir jetzt erstmal die Wertungszeit. Übersetzung scheint hier genau richtig. Wunderbar. Ines hat Bestzeit im Sektor 1. Fahrverhalten ist perfekt. Gut, zweiter und dritter. Was? Falsche Konfiguration? Wertungszeit haben wir ja bereits. Und Renntrim der Stufe 1 auch. Da könnt ihr mal hereinkommen. Eieieiei. Vielleicht noch ein bisschen mehr Abtrieb? Probieren wir es mal andersrum. 26. Und 15.0. Getriebe vielleicht noch ein bisschen länger. Mal auf ein neues. Ja, gefällt dir auch nicht. Dann halt eben mehr Abtrieb. Ihr könnt einfach nicht ohne Abtrieb fahren, ne? Ich hätte gerne runde Zahlen. Dementsprechend sollten wir das Getriebe auch wieder ein bisschen länger machen. Go! Nochmal Vollspeed. Und ist der Abtrieb besser? Wollen wir jetzt noch was für den Renntrim machen oder direkt reinkommen? Kommt direkt rein. Ihr könnt später noch ein, zwei Runden fahren. Gut, gut. Großartig. Nun gut. Dann geben wir uns noch ein bisschen mehr Abtrieb da oben. Wobei, gehen wir hier auf 16.5 und hier auf 26.5. Du warst ja auf großartig. Moment, wo waren das? Hier drüben war es auf großartig. Alles klar. Also gut. 16. Und 27. So, dann probieren wir es mal so rum. Oh, Abtrieb ausgezeichnet. Der Rest ist okay und... okay und großartig. Hier war er gut, das Fahrverhalten. Na komm, probieren wir mal das hier aus. So,
Rodriguez bitte einmal Vollgas geben. Ines bitte auch. Und? Habt ihr was zu melden? Ich glaube nicht. Ich würde euch gerne nochmal eine korrekte Runde fahren lassen. Auf Lenkung fühlt sich besser an. Santa Anna fällt zurück. Rennbremse der Stufe 2 freigeschaltet. Aerodynamik fühlt sich besser an. Aero fährt sich perfekt. Gut. Das sind doch mal Werte, mit denen können wir arbeiten. Nun gut. Ja klar, die Geschwindigkeitsbalance passt ja noch nicht so recht. Aber einmal im Getriebe rumgerissen, dann passt die Sache. Moment, hier war sie großartig. Probier's mal so. 15,5, 26, 0, 69. Probieren wir auch mal bei Santa Anna aus. Also 15,5. Wobei. Und 26,5. Im Moment. Hier mochtest du es ja schon gar nicht mehr. Gehen wir mal auf 16,5. Vielleicht noch einen Ticken härter. Probier mal das hier aus. Nun gut. Lassen wir euch nochmal kurz eine Wertungsrunde fahren. Geht da Bock drauf? Nun gut, beide haben mittlerweile hoch und großartig ein Konfigurationswissen. Rentrim Stufe 3 wurde erreicht. Alles klar. Aerodynamik Konzept funktioniert, sagt sie. So, Rodriguez bleibt auf dem vierten Platz. Nun gut. Ines kommt auch mal rein. Geschwindigkeitsbalance passt ja halt immer noch nicht. Moment mal kurz. Hier war es besser, sagst du. Moment. Hier war es die beste Variante. Alles klar. Dann gehen wir hier mal auf 75% runter. Ich probiere es nochmal aus. Bis die Zeit haben wir ja noch. Das ist schlechter geworden, definitiv. Dreimal großartig. Moment. Nun gut, probieren wir es mal so aus. Rodriguez fällt zurück.
Kann dafür aber wieder reinkommen. Du kannst auch nochmal kurz Vollgas geben. Und dann natürlich reinkommen. Ich bekomme die Geschwindigkeitsbalance einfach nicht hin. Das ist ein Problem. Moment, hier hattest du ja einen großartigen Wert. Noch ein bisschen zurück. Nun, dann probieren wir es nochmal so aus. So, dann frage ich mich, was Ines uns dann berichten wird. Oh, sehr schön. Fahrverhalten haben wir jetzt noch auf ausgezeichnet hochgeprügelt. Sonst hättest du ja nirgendwo ausgezeichnet. Alles andere würde es nur schwächer machen. Gut, fahren wir noch ein paar Runden. Mit dir sind wir heute durch. Und vielleicht kann uns Rodriguez noch eine Konfiguration verraten. Wäre ja auch nicht verkehrt. Na komm, fahr Vollgas. Ah, ausgezeichnet, großartig, großartig. Frage ist, geht da noch etwas? Ich glaube, wenn ich irgendwo was noch einen Millimeter verschiebe, dann könnte das beides auch auf großartig kommen. Zu viel Reifendruck. Und dann würden die Reifen ja länger halten. Na komm, probier diese Kleinigkeit hier nochmal aus. Wobei, ich glaube, du gibst uns keine Daten mehr, oder? Nein. Auf diesen Lauf werden wir jetzt keine Daten mehr bekommen. Schade aber auch. Das ist beendet hier, zählt leider nicht mehr dazu. Da wird er höchstwahrscheinlich was von einer unbekannten Konfiguration labern, so wie ich ihn kenne. Was macht der 13. da schon wieder, Diaz? Kannst du mal Gas geben? Die ganze Welt wartet nur auf dich. Nun gut. Dann schauen wir mal. Ja, ja, gute Zeiten. Ist in Ordnung. Molly Fox mal wieder ganz weit vorne. Faszinierend. Vierter oder besser. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Schönes Wetter, ist doch schon mal schön. Rentrim und Krankenpfleger. Rentrim und weiche Reifen. So, wie ich gesagt habe. Keine Erfahrung damit. Nun gut, bleiben wir auf diesem Setup. Weiche Reifen. Wie lange halten die hier angeblich? Angeblich 23 Runden. Nehmen wir die Spritmenge für die Hälfte des Grand Prix mit. Vielleicht ein Ticken mehr. Damit wir ein bisschen Gas geben können unterwegs. So, Rodriguez, du wechselst dann wieder auf deine 97. Und du nimmst mir auch ungefähr für die Hälfte des Grand Prix Sprit mit. So, weiter.
hoffe, ihr habt beide frische Reifen drauf. Ja, doch. Gut. Fahrerstrategie noch. Wir starten wie üblich mit Vollgas. Und ich würde sagen, meine Freunde, wie das Rennen ausgeht, erfahren wir dann im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.